gibt es nämlich noch das wunderbare Badua. Wenn also Ihre Wohnung harmonisiert ist, dann kommt genau mein Spruch, zeig mir deinen Grundriss und ich sage, wo deine Themen sind. Weil dieses Badua, Sie sehen alle 5 Elemente da drin vertreten, die sind teilweise gedoppelt. Es gibt immer die Zuordnung Norden und Süden, bei den Chinesen ist das andersrum, deswegen seien Sie nicht irritiert. Es gibt unglaublich viele Analogien. Der Süden steht für Feuer, der Süden steht aber auch für die Mittagszeit. Man kann in diesem Zyklus sagen, hier werden wir geboren, werden langsam erwachsen, haben den Höhepunkt unseres Lebens und gehen langsam wieder in Asche und Staub über. Man kann es auf Arbeits- und Businessprojekte übertragen. Man kann es sagen, es ist der Samen in der Erde. Und da möchte ich Ihnen eine wunderschöne Grafik von der Nele Kotter gerne einmal zeigen, um das mal im Detail besser zu demonstrieren. Wir schauen uns einfach mal den Kirschbaum an und sagen, hier unten im Norden liegt der Samen in der Erde. Im Nordosten fängt er langsam an, Wurzeln zu schlagen. Dann im Osten, im Frühling, kommen die ersten Blätter heraus und er entwickelt sich, er wird immer größer, kriegt langsam seine Anerkennung, seinen Ruhm, indem er Blüten trägt, trägt dann Früchte, geht also in die Reife. Irgendwann fallen die Früchte herunter, die Kerne lösen sich und gehen wieder in die Erde. Das ist der Pflanzenwandlungszyklus. Dieses Prinzip können Sie aber auf ganz, ganz viele Bereiche übertragen. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, um endlich auch an den spannenden Bereichen anzukommen, sehen Sie hier, das können Sie wahrscheinlich nicht alle lesen, stehen immer bestimmte Dinge. Nämlich das, was ich eben erzählt habe, bei uns im Norden, im Bereich des Wassers, haben wir Karriere, Erfolg und Lebensfluss. Dann gibt es den Bereich Spiritualität und Wissen, Familie, Gesundheit, wir haben Ruhm, wir haben Geld und Glück oder Wohlstand und Glück. Wir haben im Bereich Feuer im Süden die Anerkennung, den Ruhm. Partnerschaft und Beziehung, eine ganz wunderbare Ecke, weswegen ich relativ häufig gerufen werde. Dann kommen die Kinder und Ideen, hilfreiche Freunde und wir sind wieder bei der Karriere am Anfang. Auch das ist ein Zyklus, der in Harmonie sein soll. Jetzt ist die Frage, wie geht das eigentlich? Das ist ein Rasterplan, den wir wie eine Schablone auf den Grundriss legen können. Sie haben also einen Grundriss, optimalerweise haben Sie ein rundes Haus. Dann haben wir eigentlich kein Problem. Ich glaube, keiner von Ihnen wird in einem runden Haus oder in einer runden Wohnung wohnen. Optimalerweise ist sie quadratisch, weil dann sind immer noch alle 8 Bereiche, die hier aufgezeigt sind, in der gleichen Größe, im gleichen Format. Haben wir jetzt aber einen Grundriss, wie es eigentlich üblich ist, der vielleicht eine L-Form hat oder irgendwie in der Form asymmetrisch ist, gibt es natürlich bestimmte Bereiche, die rausfallen. Und auch da gucke ich ganz genau hin und gucke, welcher Bereich fällt raus, wie integrieren wir den wieder mit gestalterischen Möglichkeiten nach innen. Und da muss man, wie gesagt, ganz genau schauen. Es muss nicht unbedingt sein, dass Sie jetzt in dem Bereich auch Probleme haben. Viele gleichen das ganz automatisch, instinktiv aus. Also es gibt, wenn dann rufen mich nur Leute an, die auch wirklich in irgendeiner Krise sind, die im Umbruch sind, wo vielleicht auch ein Umzug ist und die Kraft nicht dafür da ist, alles so zu gestalten, wie es vielleicht in Harmonie ganz von alleine passiert. Da ist dann vielleicht auch mal eine Methode des Feng Shuis gefragt, wo ich ganz genau analysiere und die Dinge dann ausgleiche. Das letzte schöne Tool, was wir beim Feng Shui haben, ist nicht nur den Grundriss auszugleichen, sondern zu sagen, es gibt bestimmte Bereiche wie Partnerschaft oder Beziehung, da könnte ich irgendwie ein bisschen mehr Energie gebrauchen. Ich habe gerade keine Partnerschaft, ich suche vielleicht jemanden, Mann fürs Leben, wie auch immer. Da kann ich meine ganz persönliche Feng Shui-Ecke entwickeln. Das sind Dinge, die kann ich Ihnen nicht sagen, ich kann Ihnen da nur Beispiele an die Hand geben, was man dort machen kann, um diesen Bereich mehr zu aktivieren. Und das funktioniert wie Akupunktur im Raum. Es muss jetzt kein Riesengemälde sein, was mitten im Wohnzimmer hängt, sondern es können ganz kleine Dinge sein. Und wenn es nur ein roter Punkt ist, der Sie daran erinnert, in Ihre Anerkennung zu kommen. Oder Sie schreiben hinter ein Bild einen Wunsch, wo nur Sie wissen, dass der hinter dem Bild hängt. Und es funktioniert. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Sie wissen, hinter dem Bild steht die Geschichte meines Traumprinzen.
Und jedes Mal, wenn Sie dran vorbeigehen, werden Sie daran getriggert und daran erinnert und die Energie geht auf den Weg und bewegt sich und tritt in Synergie. Ich möchte Ihnen noch eine Geschichte dazu erzählen von einer Kundin, die mich angerufen hat, die genau in diesem Bereich mit der Partnerschaft und Beziehung ein Thema hatte. Frisch getrennt, sie war mit ihrer Familie in eine superschöne Loftwohnung, zweietagig eingezogen. In der oberen Etage war ein großer Wohn- und Essraum. Sie schickte mir vorab schon die Grundrisse, die Pläne, dass ich mich darauf vorbereiten konnte. Und ich kam rein und wusste direkt, wo der Südwesten war. Der Südwesten, der Bereich Partnerschaft und Beziehung. Da gucke ich dann natürlich intensiver hin, wenn das gefragte Thema ist. Und es standen dort drei große, schöne Industriemülltonnen. Genau. Ich brauche kaum was dazu zu sagen. Aber die passten wirklich gut ins Design. Also aus Designersicht würde ich sagen, cool, sah total klasse aus. Was das jetzt bedeutet, zum einen Müll in diesen Bereichen. Müll ist immer eine Blockade von Energie. Das ist irgendwas, was möglichst unterm Tisch und nicht im Sichtbereich gelagert werden sollte. Es gibt diese wunderbaren Küchen mit den Untertischmüllsystemen. Auch wenn man jeden Tag den Müll runterbringen muss, es ist von Vorteil. Weil diese Energie kann wirklich dort blockiert werden. So hatten wir relativ schnell schon das erste Tool gefunden, sind dann in die Etage drunter, dort war ihr Schlafzimmer. In dem Schlafzimmer stand genau in dem Bereich des Südwestens ein gepackter Koffer. Sie war sehr businessmäßig unterwegs, musste also schnell immer mal von A nach B fliegen, hatte also den Koffer immer schon parat an der Tür stehen und konnte direkt los. Was hat das für einen Eindruck oder für eine Aussage, ein gepackter Koffer? Also Sie können sich vorstellen, die Männer sind alle nicht so lange geblieben. Nicht, weil es keine attraktive, nette Frau war, sondern weil die Energien vielleicht da auch einen Einfluss hatten. Damit kann man jetzt nicht jedes Mal die Beziehungsprobleme lösen. Das wäre schön einfach. Dann würde ich auch, glaube ich, kaum noch Zeit haben, irgendwas anderes zu tun. Aber es ist zumindest ein Aspekt, wonach man auch gucken kann, um auch in diesem Bereich Unterstützung für diesen Lebensabschnitt oder für diesen Lebenswunsch zu finden. Und es war wirklich dann auch so, um die Geschichte zu Ende zu bringen, sie hat die Mülltonnen, glaube ich, noch haben wir die zusammen rausgetragen, sofort weg damit. Sie hat ein Untertischsystem besorgt, sie hat eine große Pflanze einfach in den Bereich gestellt und der Koffer wurde unten in den Schrank gestellt. Ich begleite meine Kunden immer noch 2-3 Monate nachher, bis sie wirklich alles auch umgesetzt haben und gucke, ob das dann auch so funktioniert und bin natürlich auch mal sehr neugierig und gespannt, was kommen dann für Geschichten raus und was hat sich getan. Es war so, dass sie mich ganz glücklich anrief und erzählte, sie hätte auf einem Abiturtreffen, 30-Jähriges, irgendwie einen alten Traumtypen wieder getroffen und war also super fasziniert und ganz verliebt. Also es waren beide verliebt. Was daraus heute geworden ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich glaube, es geht ihr so gut, sie meldet sich nicht mehr, das ist immer das beste Zeichen. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt immer des Problems Lösung. Wer schwer krank ist, kann jetzt nicht sagen, wir gucken mal, dass wir den Osten wieder schön machen und damit die Krankheit weggeht. Aber es ist auf jeden Fall auf der Energieebene eine Möglichkeit, wirklich Dinge zu verändern und Dinge in Bewegung zu bekommen.